Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Nicole Klinger. Ich bin 27 Jahre alt, ledig, keine Kinder, jedenfalls noch nicht, und ich bin Mitglied des Leipziger Kreisverbandes der AfD. Ich freue mich, heute vor Ihnen zu sprechen, weil ich weiß, dass uns alle hier eine Menge verbindet. Unter anderem die Liebe zu unserem Land und das Vertrauen in unsere Partei. Nun zu meiner Person. Ich bin in Schkeuditz geboren und in Leipzig aufgewachsen. Ich besuchte die International School in Leipzig und Nizza und erhielt als Jahrgangsbeste das International Baccalaureat. Anschließend studierte ich in Nizza Design. Danke. Ich studierte dann in Nizza Design mit Schwerpunkt auf Werbepsychologie und arbeitete anschließend für den Rassemblement National, den ehemals Front National, im Bereich Marketing und Publicity für das Departement Alpes-Maritimes mit besonderem Fokus auf Nizza. Zurzeit mache ich eine Zusatzausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin in Leipzig. Ich bitte um Ruhe, bitte. Als ich nach Deutschland zurückkehrte, war ich erschüttert, wie sehr sich dieses Land in den wenigen Jahren verändert hatte. Plötzlich war es gefährlich, als Frau nachts alleine nach Hause zu gehen. Plötzlich war es alltäglich, als Europäer seine eigene Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Und plötzlich war Deutschland kein demokratisches Land mehr. Und das müssen wir ändern. Und dafür stehen wir, meine Damen und Herren, mit all unseren Werten, mit allem, was uns wichtig ist. Wir wollen Deutschland wieder zu dem machen, was es einmal war, nämlich ein demokratischer Rechtsstaat. Ein Land mit einer blühenden Wirtschaft, ein Land der Bildung, Kunst und Kultur und vor allem ein Land, in dem die Leistung eines Menschen genauso wertgeschätzt wird wie seine Persönlichkeit und sein Verständnis von einer gerechten Gesellschaft. Als Halbrussin und Viertelfranzösin weiß ich, was es heißt, multikulturell aufzuwachsen. Ich spreche 7 Sprachen, 5 davon fließend. Und ich habe einen großen Freundeskreis von Menschen aus aller Herren Länder. Deswegen bin ich die Letzte, die jemanden aufgrund seiner Herkunft be- oder verurteilt hat. Und das müssen wir auch zeigen. Wir müssen uns lossagen von den unbegründeten Vorwürfen des Rassismus, des Rückwärtsdenkens und des angeblichen Sexismus. Wir müssen allen zeigen, dass wir wirklich die einzige Alternative zu diesem linksgrünen Einheitsbrei sind und dass wir wirklich diejenigen sind, die Politik für den Bürger machen. Wie will ich nun dazu beitragen, diese schwierige Aufgabe zu lösen? Nun, im Rahmen meiner Mitgliedschaft in der AfD hatte ich bereits die Chance, mich politisch einzubringen und aktiv etwas gegen den Verfall unserer Gesellschaft zu tun. Ich konnte unserem noch Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer persönlich bei einem Interview der Zeit sagen, was ich von ihm und seiner verfehlten Politik halte, nämlich gar nichts. Und bei einem Aufklärungsspot in Zusammenarbeit mit Herrn MdB Carsten Hilse konnte ich mich gegen die Indoktrinierung der Jugendlichen durch die Grünen mittels ihrer sogenannten Fridays for Future positionieren. Dieser Spot wurde im Internet bereits über 19.000 Mal angeklickt und angesehen. Außerdem halte ich verschiedene Vorträge in unterschiedlichen Kreisverbänden zu Themen wie Genderwahn, Feminismus und dessen Missbrauch sowie Frühsexualisierung von Kindern. Aber ich will noch mehr tun. Ich will mich dafür einsetzen, dass die jungen Leute endlich ihre Augen öffnen. Und auch die russischsprachige Gemeinde will ich für unsere Partei begeistern. Kommen Sie zum Schluss.
Alleine in Sachsen leben über eine Viertelmillion russischsprachige Menschen. Und ich will Ihnen zeigen, dass die Mitglieder der AfD ganz normale Leute sind, wie ich. Vielen Dank. Und deswegen bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Dankeschön. Vielen Dank.